Und jetzt einmal zu dritt. Hallihallo, liebe Leute. Das war gerade eine kleine Kostprobe zu meinem neuen Mikrofon. Bevor ich jetzt erstmal weiterrede, ich habe hier im Hintergrund ein Video von Modern Warfare 3 im Modus infiziert angeklatscht, weil ich finde, es lohnt sich, weil das Video ist leider nicht so spannend, aber zum Schluss, als fast alle infiziert waren und nur noch ein Überlebender war, das war so witzig. Ihr müsst einfach mal selbst sehen, also er hat sich super versteckt. Ja, erstmal zum Hauptthema des Videos. Ich habe ein neues Mikrofon und dazu auch einen neuen Mischpult. Dieses Mikrofon ist ein Kondensatorenmikrofon und es hat eine sehr gute Qualität. Ich hoffe zumindest, dass es auch bei euch so ankommt. Und dazu, das Mischpult ist auch sehr schick. Vor allem, es hat auch einen FX-Prozessor. Also da kann bestimmte Soundeffekte mit hineinbringen, wie zum Beispiel am Anfang dieser mehrpersönlicher Stimme, wie man das bezeichnen kann. Und das Mikrofon, das soll angeblich auch Gronkh benutzen und auch alle anderen großen Let's Player. Und ich bin auch stolz ein bisschen drauf. Ja, anderes Thema. Ich habe mir 2 Finger gebrochen. Das ist die eine Tatsache. Die andere Tatsache ist, ich trage einen Gips darum. Und dieser Gips, der hindert mich daran, dass ich auf der Maus die rechte Maustaste drücken kann. Daraus folgt, ich kann leider selber keine Let's Plays momentan aufnehmen, solange ich den Gips trage. Aber keine Angst, ich werde weiterhin welche hochladen. Aber dazu wird der liebe Dante LP, den ihr alle kennt, an meine Stelle springen und für mich spielen. Und ich sitze natürlich auch daneben und werde mit kommentieren, mit Let's Playen, aber nicht selbst am Steuer sein. Also, die Videos werden dann mit dem Vornamen Illmode reingebracht. Also wie mit Gast, dann mit Illmode. So, und das letzte Thema, ich habe ein neues Avatar. Das ist die Nicht-Minecraft-Version meines vorherigen Avatars. Also mein Minecraft-Skins. Und ich hoffe, es gefällt euch. Also habe mir schon Mühe gegeben, das hinzukriegen. Ja, es war ja einfach. Ich kann ja alles. Egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ich vielleicht etwas ändern soll. Außerdem habe ich davon 2 Versionen. Einmal auf Großmaul-LP mit Krone und bei FreakGGG ohne Krone. Das war's dann erstmal mit diesem Video. Jetzt sollte eigentlich auch gleich die Szene kommen, wo der schöne, nette Zootrox oder Zootron, wie der heißt, da sich in der Ecke versteckt. Ja, ich sag dann auf jeden Fall Tschüssikowski und auf Wiedersehen!